Grüß Gott und hallo. Ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum Thema Kissenverbot im Babybett. Das mag Sie als Erwachsener wundern, warum Babys keine Kissen benutzen sollen. Es gibt dafür mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist die unterschiedliche Anatomie und die damit verbundene mögliche Gefahr des Erstickens. Schauen wir uns ein Baby an, welches auf der Unterlage liegt. Der Kopf des Babys ist deutlich größer in Bezug auf den Körper, als es dann ist, wenn das Kind älter ist als ein Jahr. Das heißt, wenn es flach liegt, liegt der Kopf auf der Unterlage so auf, wie der erwachsene Kopf auf dem Kissen auf der Unterlage liegt. So ist die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule, gerade. Wenn man ein Kissen unter das Babyköpfchen legen würde, dann würde die Wirbelsäule einen Knick bekommen. Und das führt dazu, dass sich in diesem Bereich eine Enge zeigt. Das fördert das Ersticken. Das ist einer der Gründe. Und der zweite Grund ist, dass Babys, vor allem wenn sie unruhig sind, sich unter das Kissen wursteln können und dadurch ebenfalls ersticken können. Das ist der Grund, warum man Babys keine Kissen unter den Kopf schieben soll. Fieber. Fieber ist mit der häufigste Grund, warum ich zum Beispiel außerhalb der Sprechstunde angerufen werde. Fieber erzeugt Angst. Und ich möchte mit diesem Video versuchen, diese Angst Ihnen etwas zu nehmen, Ihnen zu erklären, was Fieber soll und wie wir mit Fieber am besten umgehen sollen. Schauen Sie sich zunächst einmal einfach dieses Bild an. Sie erkennen ein Kleinkindgesicht und lauter schwarze Punkte, 4 Stück. Das waren einmal 4 schöne Schneidezähne. Brechdurchfall oder, wie wir Mediziner sagen, Gastroenteritis oder, wie die meisten diese Erkrankung kennen, unter dem Namen Magen-Darm-Grippe. Diese Erkrankung gehört zu den häufigsten Erkrankungen, wegen der mir Kinder in der Sprechstunde vorgestellt werden. Entsprechend wichtig ist das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe und in den beiden folgenden Videos darüber. Bei der Magen-Darm-Grippe handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Wenn Sie so wollen, eine Erkrankung wie der Schnupfen, nur nicht die Nase betreffend, sondern den Magen-Darm-Trakt betreffend. Entsprechend ist diese Erkrankung sehr ansteckend.